Hallöchen, willkommen zu einem neuen Part Final Fantasy VII Remake. Wir sind immer noch in Shinra Gebäude. Letztes Mal hatten wir ja ein etwas merkwürdiges Treffen mit Sephiroth und Yennova. Und wir sind zur Zeit von Aeris und Tifa getrennt. Also Red 13 und Barret sind nur bei uns. Die Tür ist verriegelt. Der Weg zurück ist abgeschnitten. Ja, das habe ich auch so gedacht gerade. Okay. Oh, eine neue Waffe! Nice. Jetzt muss sie nur noch was können. Okay. Stylisch sieht das Ding aus. Aber die ist super schlecht. Minus 43 physische Attacke. Da muss ich kurz was gucken. Waffenmodifikation. Aha. MP-Maximum, ja, das ist auf Magie basiert, das. Nee. Schade. Die Waffe sieht richtig cool aus, die hätte ich gern genommen, aber der physische Schaden ist ja katastrophal. Schade. Weil das Ding, finde ich, sieht irgendwie auch falsch aus, was wir zurzeit haben. okay, wie komme ich rüber? Weil wie ein richtiges Schwert sieht das nicht aus. Okay, Red 13, dein Job ist anscheinend wieder gefragt. Los, rüber mit dir, mein Junge. Wow, netter Wandlauf. Ja, kannst du nicht, Barret, ne? Achso, Tifa und Aeris. Doch super. Sehr schön. Wartet doch. Wir kommen jetzt zu euch runter. Ah, da hinten sind sie schon. Okay. Wenn mir Barret jetzt aus der Truppe weggenommen wird, ne? Und ich wieder die Materie ändern muss. Da drüben scheint irgendwas zu sein. Dann werde ich sauer. Okay, was ist denn hier? Ein Schalter? Hier Tifa, Cloud, kannst du mich hören? Ja. Ist bei euch alles in Ordnung? Soweit ja. Aber wir stecken hier fest. Was sollen wir jetzt tun, Cloud? Ah, könnt ihr mich hören? Was will er? Oh, schon. Ganz genau. Willkommen in der Walze, meiner bescheidenen Forschungseinrichtung. Sie ist der Dreh- und Angelpunkt dieser Welt. Fühlt euch ganz wie zu Hause. Und freut euch, denn ihr werdet die seltene Ehre haben, an meinen Experimenten mitzuwirken. Was? Wenn alles vorbereitet ist, werde ich die Tür zu Sektion 3 öffnen. Obwohl, wo ihr gerade schon einmal zugegen seid, warum geht ihr mir nicht einfach etwas zur Hand? Eure Daten werden sicher sehr aufschlussreich sein. Ich und dem helfen? Da hat er sich aber geschnitten. Lasst ihn uns einfach ignorieren. Das wäre vermutlich zwecklos. Wie ich Hojo kenne, lässt er uns nur vorankommen, wenn wir ihm liefern, was er will. Er hat Sektionen erwähnt, nicht? Ich glaube, ich habe oben so eine Aufschrift an der Tür gesehen. Sehen wir es uns an. Okay. Ihr seid auf euch allein gestellt. Seid vorsichtig. Ja, sind wir. Wir warten hier. Wenn irgendwas ist, dann funkt uns an. Okay. Geht klar. Okay. Jetzt möchte ich aber gerne
was haben, womit ich die kompletten Materials umwechseln kann. Anscheinend nicht. Das ist ein bisschen ärgerlich. Aber gut. Dass ich das jedes Mal umändern muss, das ärgert mich schon. Richtig? Hä? Naja. Ist halt so. Cloud, alles in Ordnung ist? Er benimmt sich schon länger etwas seltsam. Ja, aber mach dir deshalb keine Sorgen. Sag lieber mal, wie geht es dir denn so? Mir? Alles im grünen Bereich. Okay. Ja. Cloud hat ja halt immer diese Anfälle. Wo ist denn diese Tür mit der Sektion? Hier oben oder wo? Ist das die andere Seite? Das ist vermutlich der Eingang zu Sektion 3. Ja, das interessiert mich erstmal nicht. Sieht nicht so aus, als hätte die Tür einen Griff. Sicher kann man sie irgendwie entriegeln. Lass uns mal suchen. Okay. Okay, hier kann man sich theoretisch aufruhen. Wo ist denn... Das, wo Sephiroth Cloud runtergeschlagen hat, weil da lag, glaube ich, noch eine Materie. Naja, egal. Sieh mal, unten kommt man jetzt auch weiter. Okay. Sagen wir Cloud Bescheid. Nein, ich gehe weiter. Ernsthaft, Leute? Habe ich jetzt die Materie umsonst auf Aries gewechselt? Ich gehe mal davon aus, dass Cloud und die anderen irgendwas drücken müssen. Damit die Tür aufgeht. Das ist aber ein bisschen umständlich gemacht. Cloud, hörst du mich? Die Tür zu Sektion 3 haben wir gefunden, aber sie ist noch verriegelt. Verstehe. Hujo hatte doch was von Vorbereitungen gesagt, nicht? Ich denke, wir müssen das da bedienen. Das zentrale Kontrollterminal. Könnte sein. Wir haben hier gerade etwas bedient. Kommt ihr jetzt vielleicht weiter? Ich will die Materie nicht umwechseln. Ich habe irgendwie das Gefühl... Wir gehen zum zentralen Kontrollterminal. Wartet, bis ihr von uns hört. Dass hier keine Kämpfe Was kommen. Was untersucht dieser Spinner hier eigentlich? Das Unheil, das aus dem All kam. Genova. Für Hojo ist es etwas wie sein Lebenswerk. Verschone mich mit diesem Märchen. In dieser Einrichtung arbeitet man daran, genetische Informationen von Genova auf Lebewesen und Maschinen zu übertragen. In der Hoffnung, sie stärker zu machen. Und Hojo scheint uns zu benutzen, um seine Experimente zu vollenden. Hä? Dieser Mistkerl, was bildet er sich ein? Die Wesen hier sind zum Sterben verdammt. Erlösen wir sie. Als erstes müssen wir einen Weg ins Zentrum finden. Ja, natürlich! Dann kommen doch Viecher zum Kämpfen.
Ja, okay. Habe ich jetzt keine Wiederbeleben-Materie und keine Heilmaterie auf Barrett, ist mir egal. Dann muss das halt alles Cloud machen. Oh, diese scheiß blaue Wolke, du kannst ihn. Hau rein! Bereit für mehr? Kaum treffen! Was soll der Scheiß? Los, gib alles! Zieh dich zurück! Komm, hör auf mit deiner scheiß blauen Scheiße hier und. Ich kann bloß ein bisschen offensiver wohl agieren. Spring für mich ein! Ich hoffe, ich brauche Barrett nicht. Mit Materia. Wisst ihr was? Ich tausche jetzt wieder und ich werde mich wieder ärgern, weil ich es nicht brauche. Ich könnte beiden auch eigentlich unabhängige Sachen voneinander geben, aber keine Lust. So, hier ist ein Schalter. So, was hat er jetzt bewirkt? Achso, die Brücke ist runtergekommen, okay. Tifa und Aeris waren vor Sektion 3, oder? Vier Hebel. Für die vier Sektionen in der Walze. Oh, noch ein Zeit. Nice. Hat Klaus Materia Platz frei? Nee, hat er nicht. TP, AT-Boost, Heilen, Gebet, Gewitter, Analyse. Wir nehmen den ATB-Boost, den benutze ich sowieso mal. Den benutze ich sowieso nicht. Vielleicht ein Fehler, aber. So kann ich den Zeit geben. So, vier Hebel. Ich habe gerade Red nicht zugehört. Vielleicht ein Fehler. Ah, hier steht drei. Okay. Was passiert? Transfusion initiiert. Transfusion initiiert. Stichprobentest im festgelegten Bereich beginnt. Okay, dann können sie rein. Sag den beiden Bescheid, dass sie losgehen können. Aber sie sollen dabei vorsichtig sein. Okay? Wieso habe ich gerade die Materie umgeändert, damit ich jetzt wieder zurücktauschen kann, oder was? Das ist so umständlich gemacht. Es gibt bestimmt irgendwie, wo man einstellen kann, dass man die kompletten Materie tauscht und nicht jede einzeln. Tifa, bist du da? Wir haben das Kontrollterminal bedient. Die Tür sollte jetzt offen sein. Toll. Das ist mal wieder nach sehr, sehr langer Zeit. Versuchsobjekte von Hojo. Seid auf der Hut. Danke. Wir sehen's uns an.
seit sehr, sehr langer Zeit ein Abschnitt, der mir nicht gefällt. Muss ich so sagen. Das letzte Mal war es, als wir mit Arieris und Cloud bei diesen Kranspielen waren. Das hier ist auch wieder auf eine gewisse Art und Weise nervig. Immer dieses Herumzwitschen zwischen den Gruppen, das ist blöd. Und keine Ahnung, das fühlt sich scheiße an, also es nervt. Aber okay. Ich will nicht alles verteufeln jetzt im Moment. Das Geräusch hat sich nicht gut angehört. Ah, da sind meine Blumenfreunde. Ah, die kann... Oh, lol, die sind beide down. Ah, da ist noch einer. Tiefer! Was soll das? Eiskalt ins Leere gehauen. So. Das war's dann. Also wenn wir hier irgendwas rausfinden und ich dann wieder zurück zu der Glas hier wohl gemacht? Kam, muss, um Cloud zu benachrichten, dann flippe ich aus. Aber ich hoffe, das ist mal nicht so. Hier sind offene Käfige. Darf ich sagen, dass ich das nicht toll finde? Da ist eine Kiste. Mit einem Megatrunk. Okay. Okay. Ich habe irgendwie das Gefühl, die kommen gleich raus. Oder? Doch nicht? Okay. Ja. Ich muss den Weg bestimmt zurückgehen und dann kommen sie raus. Also, dass die für immer da drin bleiben, das bezweifle ich stark. Sind das eigentlich solche Viecher, die wie Red aussehen? Nee, das sind normale Köter. Ja, natürlich kommen sie raus! Welch riesen Überraschung! Okay, die Köter sind zu schnell für auf Hochtouren. Dann machen wir das so. Ich glaube, ich wechsle doch zu tiefer. Alter! So, Ruhe hier.
Oh, der Magiewert von Ares ist so gut, dass Heilung richtig viel aufheilt. Nice. So, ich muss dahin, ne? Mokri-Medaillen. Aber trifft man den kleinen Jungen noch, um die einzutauschen? Der ist doch in Sektor 5 und da kann man ja angeblich nicht mehr hin. Point of no return und so. Oh, 5000 Gil. Und was ist das für ein riesiger Köter? Okay, Tifa, schleich dich an. Vielleicht merkt er dich. Bemerkt er dich? Natürlich bemerkt er dich. Ah, vielleicht erwischen wir den mit auf Hochtouren. Ja, der ist nicht so schnell wie die normalen Hunde. Ich leg los. Los geht's. Ha! Übernimm du. Überlass das mir. Und leer. Ja. Schon wieder schön ins Leere. Was? Der kann mich vergiften, der Sack. Hier wird wahrscheinlich wieder ein Schalter drin sein. Jawohl! Hm? Okay, was ist denn jetzt der richtige Weg? Ich gehe erstmal hier rein, würde ich sagen. Hier führt aber auch eine Treppe woanders hin. Hm. Wo führten die mich hin? Sieh mal. Da oben können wir lang. Ja, aber was ist mit dem anderen Weg eben? Hier ist niemand. Könnt ruhig wieder einschlafen. Warum habe ich gewusst, dass sowas passiert? Hallöchen! Ah ne, der spuckt Gift. Kann ich dir das überlassen? Komm schon! Pause.
Okay. Ja. Aber ich bin ja anscheinend den richtigen Weg gegangen. Das finde ich ein bisschen schade. Weil dann ist mir ja anscheinend was durch die Lappen gegangen. Oder? Ich kann das hier aufmachen. Denke ich mal. Ach so. Ich wäre dann einfach nicht durchgekommen, ne? Hier ist der Gang. Ja, 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 okay. Es wäre ein verschlossenes Tor gewesen. Okay. Im Endeffekt nicht schlimm, dass wir da lang gegangen sind. So, ich habe einen Machtring bekommen. Was ist das? Ist das hier irgendwas? Nee, das ist ein Item. Das Kacke ist. So, ich bin runtergefallen. Da oben war noch eine Kiste. Ich weiß, dass wir durch das Tor da durch müssen. Aber... hier oben war noch eine Kiste, genau. Mit einem weiteren Megatrank. Aries, geh auf den Weg. Aber ich finde es cool, dass mit der... dass jetzt alle fünf Charaktere Relevanz haben. Ich hatte ein bisschen Angst, dass man immer nur mit drei kämpft und die zwei anderen werden immer auf das Abstellgleis gestellt, aber es ist... okay, man wechselt. Alles klar. Wenn das nicht auch permanent passiert und ich ständig die Materie tauschen muss, dann ist das auch in Ordnung. Aber ja, wir sind am Ende des Parts. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.